Moin. Ich musste an unseren Chat denken. Also moin. Ja, ich habe hier Pink mitgebracht. Ich möchte heute Blumen malen. Und jetzt fange ich an mit ja, meinem Graphitstift. Du kannst auch ganz normal einen Bleistift nehmen. Also keine Kohle heute. Ich kreise erstmal hier meinen Arm, mache mich ein bisschen locker. Hier so meine Blumen hin, also hier so ungefähr sollen die heute auftauchen. Zum Einstimmen kannst du auch noch ein bisschen deutlicher werden, aber musst du nicht. Also wir bleiben ja ganz abstrakt. Erstmal mit so einem ja, wärmeren Ton an und schmeißen den rauf, weil du sollst nicht detailliert werden. Also mach dich locker, denke dir nur deine Blumen. Also du kannst da ganz abstrakt heute ja, malen. Also es soll locker, leicht sein, ein paar Tupfen und ein bisschen Farbe schmeißen. Kannst die Farben ein bisschen zusammen mischen, dann entsteht nochmal wieder ein neuer Farbton. So gerne die Gelegenheit. Und vor allen Dingen, schau mal, ich meine, das inspiriert doch auch. Vielleicht kann ich das auch nachher später noch mal machen. Mal schauen, vielleicht ja, lasse ich hier noch mal so ein paar Linien auftauchen. Vielleicht brauche ich es für später. Ich weiß es noch nicht. Also, ich mache das einfach auch hier, um mich ja selber auch fortzubewegen, weil ich auch noch gar nicht so genau weiß, was ich als nächstes tue. Ich glaube, ich will ein bisschen kräftiger werden, also kräftigere Farben nehmen, es bunt machen und nicht so pastellig. Gelb und ja, dieses Braunbrot passt gut zusammen, finde ich. Kann man hier auch so ein bisschen zusammenmischen und dann entsteht ja wieder ein neuer Farbton, so ein bisschen orange. Das passt auch total gut. Können ja auch noch so ein paar dunkle Blätter dazu. Also so ein Grün passt auch gut dazu. Ein dunkles Grün und ein helles Grün. Zu den Blättern könnten eigentlich auch noch, könnte so ein blauer Himmel. Vielleicht nehme ich hier. Moment. Ich hatte mir gar kein Blau hingestellt. Ja, so kann ich auch ein Blau dazugeben, so als Blau, als würde man durch so Blätter gucken und da scheint überall so der blaue Himmel so dazwischen durch. Noch ein paar Blüten hier raufsetzen und ja, vielleicht einfach nur so halbrunde Form, ein paar Kleckse. Mal gucken, was so kommt und wie es so geht mit der Farbe. Einfach den Pinsel so ein bisschen drehen. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Mit dem flachen Pinsel geht das auch. Also du kannst da auch die Farben ineinander ziehen und ja, abstrakte Formen entstehen lassen. Ja, immer so dieselbe Richtung. Dann sehen die Blumen auch alle gleich aus. Also einfach mal drehen. Ich merke, ich werde eh viel zu deutlich. Am liebsten hätte ich eine viel, viel größere Leinwand gerade. Und nur mit großen Farbflächen gespielt.
Ich habe es gerade mal geföhnt und so die dicken Farbkleckse noch mal abgenommen, weil es dauert sonst so lange, ehe die trocken sind. Trocknet schon an, also ich muss ein bisschen Wasser dazugeben und dann löse ich wieder die Farbe. Ach, es ist ja auch immer ein schöner Effekt, wenn dann die Farbe rausgewaschen wird. Damit kann man ja auch gut arbeiten, weil ich das heute so gar nicht haben will. Also ich will keine Laufspuren. Wobei bei Blumen finde ich es immer auch ganz schön, weil es könnten auch so angedeutete Stiele sein, wie bei der Pfingstrose. Da habe ich das ja so gemacht. Das Video kennst du vielleicht. Ja, so die Farben finde ich schon ganz gut. Theoretisch kann man es, also wer es mag, kann es auch so lassen. Und ich will, glaube ich, noch ein bisschen kräftiger werden von den Farben. Mal sehen. Ich überlege gerade beim Tupfen. Finde ich immer so, ist immer so ganz gut. Da gehen dann ganz viele Gedanken immer durch den Kopf. Schönes, kräftiges Rot finde ich gut. Das können wir hier noch mal dazu geben. Überall sprießt es und fängt an zu blühen. Die ganzen Farben tauchen auf. Ist total schön. Lass dich davon einfach mitnehmen und ja, fang die ganz abstrakt einfach ein. Hab ein bisschen Spaß. Also das muss nicht ordentlich sein. Du kannst einfach so die Farbe übereinander ziehen und dann so ein paar Tupfen darauf bringen. Schmeiß auch ruhig mal die Farbe. Ich finde, das befreit immer so. Das ist so ein tolles Gefühl. Ja, also schön, dass du da bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Die Bilder, die hier stehen, die sind schon im Kanal. Also schau gerne auf meinem Kanal, abonniere den am besten gleich und ja, fang an zu malen. Tschüss!
Das Bild erinnert mich jetzt selbst an meine japanischen Seerosen. Die findest du ja auf Seite 46. Da kannst du noch mal reingucken. Ich habe die ja auf dem Gold gemalt und das ist natürlich ein besonderer schöner Effekt. Vielleicht kannst du ja auch irgendwas kombinieren. Vielleicht kribbelst du jetzt in den Fingern und du überlegst schon, wow, was kann ich jetzt Schönes, Florales auf die Leinwand bringen. Hab einfach viel Spaß dabei. Oder gehst vielleicht noch mal kurz spazieren, schnappst ein bisschen frische Luft, guckst du die Blumen in der Natur noch mal an und gehst dann an den Leinwand. Also was auch immer, schön, dass du hier bist. Danke, danke für dein Abo vor allen Dingen auch und für dein Like. Vielen, vielen Dank. Danke auch an alle die, die mir immer einen Kommentar schreiben. Ich freue mich total, lese das total gerne. Also es ist so, ja, wie so eine Blume, die du mir überreichst. Also Dankeschön. Mach's gut. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss.